Simon Büchel, wir stehen hier auf dem Almenplatz in Altstädt. Im Hintergrund sieht man, wie die Emsig die Messestadt aufbauen. Was dürfen wir dieses Jahr an der REMA erwarten? Ja, dieses Jahr ist eine ganz besondere REMA. Wir dürfen ja bereits die 5. neue REMA veranstalten. Wir haben auch ein spezielles Leitthema darauf gemacht. Heimat, Wohnen, Leben. Das stellt eigentlich somit die Region Rheintal absolut in den Fokus. Die REMA wird vielfältig sein, vielseitig, abwechslungsreich. Es werden wieder verschiedene Branchen-Highlights präsentiert, Dienstleistungen aufgezeigt und auch verschiedene Gemeinschaftsauftritte sind wieder da bei uns dabei, wo sich Gewerbevereine und andere Vereinigungen werden innovativ präsentieren bei uns auf der Messe. Sie haben es angesprochen, Gemeinschaftsstände, Organisationen, was kann man da sagen, wer ist da ja so dabei? Ja, zum einen ist das ganz prominent in der Halle 1 das Gewerbe Obriet Rütti, wo eigentlich seit Anbeginn der REMA, also nicht nur bei der neuen REMA, sondern seit es die REMA überhaupt gibt, einen Gemeinschaftsstand macht, einen sehr grossen Gemeinschaftsstand macht. Dann aber auch die Gemeinde, wo wir hier sind, oder die Stadt, wo wir hier sind, wie man sagt, Altstädte wird einen Gemeinschaftsauftritt haben. Dann haben wir aber auch einen Schwerpunkt mit dem Netzwerk Rheintal. Das ist eine Vereinigung von innovativen Unternehmen, schwerpunktmässig aus dem Mittelrheintal, also im Bereich Tippelzau, Berneck, Balgach, Wittnau, wo wird einen grossen Gemeinschaftsauftritt haben. Dann haben wir aber auch so lose Vereinigungen. Wir nennen das Ganze ein Bermuda-Dreieck, wo sich ein paar Unternehmer zusammentun haben. Aber auch im Genussbereich wird es ein Appenzeller Genussäckli geben, aber auch Rheintaler Hofproduzenten, die sich zusammentun haben und einen Gemeinschaftsstand Spezialitäten und Köstlichkeiten direkt am Hof werden präsentieren. Sie haben es anfangs angesprochen, da ja findet die 5. neue REMA statt, wo man sie neu lanciert hat, hat man sich fokussiert auf die 3 Standbeine, zum einen die Messe, zum anderen die Tagung und auch der Unterhaltungsbereich. Was dürfen wir da ja im Tagungsbereich erwarten? Ja, Sie haben es richtig gesagt, die 3 Standbeine. Wie gesagt, die Messe als Hauptstandbein oder als Hardware für das Ganze. Ja, bei den Tagungen, unserem zweiten Standbein, wichtigen Standbein, dürfen wir auch einiges erwarten. Das eine Highlight, der Gewerbletag am Donnerstag, eine Eigenveranstaltung für uns, ist bereits komplett und restlich ausverkauft. Gerade letzte Nacht haben wir das letzte Billett verkauft, das 800. Billett. Dann aber die zweite Eigenveranstaltung für uns, der Sportdialog, der sich in den letzten 2 Jahren auch sehr positiv entwickelt hat. Auch das ein Highlight, dieses Jahr mit der Tina Weirater. Dann aber auch mit dem Daniel Bösch, dem Schwinger und Unspunnensieger. Er wird uns in den Schwingsport einführen, auch ein paar Schwingzeigen mit Jungschwinger vom Schwingclub. Das ist jetzt gerade gestern auch bestätigt worden. Und wird auch darauf hinweisen auf das Fest, das kantonale Schwingfest, das auch wird sein in Wittnau. Da wird ein Highlight sein, aber auch ein Sport- und Medizin-Talk wird es geben. Und Jürg Stahl, der Nationalrat, der Swiss Olympic Präsident, wird sich ebenfalls zeigen dem Anlass. Also ein sehr vielseitiges Programm, das dann moderiert wird vom Benny Thun her. Er war ja letztes Jahr schon auf Platz gewesen. Was ist er so für ein Typ? Wie ist er angekommen? Ja, der Benny Thun ist natürlich sensationell angekommen. Ich meine, er ist jetzt zwar nicht mehr aktiv tätig beim SRF, aber ich glaube, er ist immer noch der berühmteste Fernsehkopf in der Schweiz. Und Benny National sagt natürlich alles. Er ist eine Institution und er ist, wie auch die REMA im Rindl, ist er eine Schweizer Institution, dürfen wir wahrscheinlich so sagen. Und er hat das eigentlich richtig sensationell gemacht und wir dürfen uns da mit ihm auf, es wird sich wieder ein lustiger Abend mit seinen humorvollen Einlagen. Und er hat auch gewusst, die Sportler ins richtige Licht zurückgehen und auch auf den Puls fühlen. Und ich freue mich drauf. Es wird sehr ein spannender Schwerpunkt. Was ich aber auch noch erwähnen darf, ist, dass wir nicht nur auf Dialog setzen, sondern dass es auch noch eine Show wird geben zwischendrin mit Showblocks vom SCV Balgach, der Jugend. Die sind jetzt gerade Schweizer Meister geworden. Der Benny Thurner kennt sich ja bestens auch aus beim Geräteturnen. Er hat ja mal die Olympischen Spiele auch moderiert. Und er wird jetzt sicher auch gewisse Inputs der SCV Balgacher Jugend können auf den Weg geben. Und in der Region ja auch. In der Zwischenzeit dürfen wir fast sagen, ist ein halber Rheintaler durch seine Heirat. Was bringt denn die REMA vielleicht gerade auch neu zu erzeugen? Wieso müsste die hierher kommen? Ja, die REMA ist natürlich ein absolutes Abbild vom St. Galler Rheintal. Wir haben, wie vorher schon erwähnt, mit den 3 Standbeinen, mit der Ausstellung, wo man eigentlich das Rheintal entdecken kann, das Rheintaler Unternehmer entdecken, das Gewerbe entdecken, aber auch mit den Tagungen, wo man sich trifft, wo man networken kann, wo man auch die wichtigen Leute oder wo man sich kann vernetzen sich kennenlernen. Und vor allem haben wir ja für alle Zielgruppen eine Tagung. Also das ist jetzt nicht nur für das Gewerbe und für die Sportler, wir haben ja auch für Startups, gut, ist auch wieder
Wettbewerb. Aber auch für die Behörden haben wir ja Anlässe oder Familienaktivitäten, Gottesdienst haben wir, Familienkonzerte. Und da haben wir eigentlich wirklich für alle ein Angebot, wo man sich austauschen kann und eigentlich so die Region auch kennenlernt und auch die Leute, die in der Region, ja, die Region zu dem machen, wo es ist, wo da eigentlich aktiv dazu beitragen. Ja. Ein wichtiger Teil der REMA ist auch der gesellschaftliche Teil. Dort startet man ja schon am Wochenende vorne mit dem Auftaktwochenende, Freitag, Samstag, weil wir dort so botten, weil die Messe selber noch nicht offen ist. Ja, der Rintaler, wie man ja so sagt, ist natürlich ein festfreudiger Kerl. Oder der hat natürlich das Fest im Blut. Und es gehört dazu, der REMA, der Unterhaltungsbereich und der Partybereich und der Festbetrieb gehört dazu. Und wie Sie gesagt haben, das ist der Auftakt, ist so wie der Startschuss zu der REMA, wo man auch die Infrastruktur mal testen kann, was läuft und geht. Und dort dürfen wir auch einiges erwarten. Zum einen am Freitagabend haben wir ein absolutes Highlight. Aufgrund des Leitthemas haben wir hier einen national bekannten Schweizer Act holen. Es ist das Cool, QL, die bekannte Fun-Punk-Band, die Heimatlieder wird darbieten. Das ist sicher ein Highlight. Und dann aber auch verschiedene Label-Nights mit Kinky, Work the House und so weiter. Harrison Ford wird da sein. Für das junge Publikum dann mehr in dem hinteren Bereich da, in den Zirkuszelten der REMA, weil wir auch ein wichtiger Anziehungspunkt sind. Während der Messe wird nur für Junge im Unterhaltungsbereich etwas geboten oder gibt es da auch für das ältere Publikum ein Angebot? Nein, uns ist es natürlich wichtig, wie ich vorher schon angetönt, wir wollen eigentlich möglichst ein breites und ein vielschichtiges Publikum anlocken. Da probieren wir natürlich auch für alle Zielgruppen etwas zu machen oder für alle Besucher etwas zu machen. Es ist zum einen zum Beispiel mit den Monroes, wo es Richtung Rock'n'Roll geht. Aber auch Beatles haben wir hier, eine Beatles-Tribute-Show. Wir haben aber auch Schlager-Volksmusik haben wir da, mit Wirbelwind unter anderem. Aber auch Stegreif-Formationen, Volksmusik, also Schweizer Orgel wird man auch in der Messe hören, im Genusssektor. Dann haben wir aber auch klassische, ja, Partybands, Coverbands, die man hier hören darf. Also das ist wirklich für Jung und Alt ist da etwas dabei. Zum einen rammen zusammen ein bisschen in den Festhallen, aber auch eher ein bisschen gemütlich im Messerestaurant und in der Messe, wo man wirklich kann verweilen und eine schöne Zeit kann verbringen hier bei uns auf der Messe. Also sehr ein vielseitiges Angebot. Was wird speziell für Kinder, für Familien da geboten? Ja, die neue REMA oder die neuen REMA-Macher haben sich ja, oder wir haben uns vor 5 Jahren eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir auch eine Familienmesse sein wollen. Und haben das eigentlich von Anfang an wirklich forciert und aber stetig auch ausgebaut. Es wird zum einen den Kinderhort geben betreut, wo man die Kinder auch abgeben darf. Eine Zeit lang. Dann hat es aber auch verschiedene Attraktionen da. Wir haben ein Kinderkarussell da. Wir haben ein Bullriding da, ein für die älteren Kinder. Dann haben wir eine Drachenschaukel da. Dann gibt es aber ganz neu auch eine Zusammenarbeit mit Yvonne Schneider von Funkeldunkel. Funkeldunkel ist Theater, wo es mehrere Stunden wird geben, und zwar am Mittwoch schon, am Samstag und am Sonntag. Und am Sonntag, dann ganz speziell am Family Day, ist das Funkeldunkel Grande Finale in der Rheintalhalle, in der Eventhalle, wo das Ganze nochmal zelebriert und ausgebaut wird. Aber auch ein Messeparcours wird am Family Day am Sonntag dazugehören. Und natürlich das Fest, Familienkarte für 20 Franken, ist natürlich ein absolutes Schnäppchen. Und auch da probieren wir wirklich zum attraktiv sein für junge Familien. Bis man aber die ersten Gäste empfangen kann, muss noch einiges gehen. Was steht so die nächsten Wochen bis zu den REMA noch an? Wenn man so im Hintergrund schaut, sind da Zelte im Aufbau, da ist noch einiges zu tun. Ja, ist noch einiges zu tun. Aber wir sind soweit im Fahrplan. Wir sind zeitlich gut unterwegs. Runder Zeltbau schließt jetzt die und die nächste Woche die Arbeiten ab. Wir sind hier die Hinterhallen jetzt momentan noch ganz schliessen. Dann aber noch Feinigkeiten machen wie Rampen und so weiter. Dann geht es aber schon bereits sind wir dran im Innenausbau mit Heizungen, Strominstallationen, technische Installationen und so weiter. Und geht dann nachher weiter über den Aufbau der Zirkuszelte und den Innenbereich Bodenbeläge auslegen. Da gibt es schon noch einiges zu. Beschriftungen ist noch das letzte Ding, das man muss aufhängen, damit die Leute wissen, wo es Monteure laufen. Zum Schluss noch, auf was freut sich der Messeleiter von der REMA selber am meisten? Ich freue mich ganz speziell auf die Beatles-Tribute-Show. Da bin ich wirklich gespannt, wie das ankommt. Weil letztes Mal mit ABBA haben wir eine super Abend gehabt, im Bereich Unterhaltungsbereich. Dann bei den Tagungen freut es mich ganz besonders auf den Sportdialog. Da bin ich gespannt auf Tina Weirater. Ich denke, sie ist eine sehr charismatische Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, dass das sehr gut wird ankommen. Sie hat ja auch in der Region einmal gelebt, in Bernegg. Da ist sicher auch ein Highlight. Und im Messebereich freue ich mich auf die
neu gestalteten Gemeinschaft stehen. Also da haben wirklich drei Stände, haben so ein bisschen neues Konzept, das sie reinbringen. Und da freue ich mich drauf, um auch da ein bisschen zu schauen, wie das ankommt bei den Leuten. Und ich bin ja dort auch ein bisschen beraten und durfte auch mitwirken. Und ich bin dort gespannt, wie das Ganze dann schlussendlich wird rauskommen. Claudia Graf, Zunnerbrau ist seit Jahren ein sehr wichtiger Partner für die REMA. Was für einen Stellenwert hat denn die Regionalmesse für euch? Also die hat ganz eine grosse Bedeutung für uns. Also es ist immer wieder eine Möglichkeit, uns zu präsentieren. Wir haben die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu kommen mit dem Endkonsument. Wir können auch ein bisschen nachfragen, wie unsere Produkte ankommen. Aber eigentlich ist der REMA noch viel mehr für uns. Also ich glaube, jeder, der in der Sonnenbranche arbeitet, wenn REMA Zeit ist, dann hat man so ein bisschen ein Feuer in sich. Und dann freut man sich natürlich nicht nur auf Bar und auf die Absatzmenge, sondern man freut sich eben auch auf das grosse Fest und alle, man sieht sich an der REMA, man trifft sich an der REMA und darum ist das eine ganz grosse Bedeutung für uns. Die Sonnenbrau hat jedes Jahr auch einen Stand in der Messe. Was darf man dort dieses Jahr erleben, nebst natürlich den Spezialitäten, die man probieren darf? Ja, was wir dieses Jahr neu haben, ist, wir haben eine neue Linie, die heisst Craftline. Da haben wir Spezialitätenbier, die wir im höheren Preissegment anbieten, die aber auch dementsprechend optisch und auch geschmacklich daherkommen. Da haben wir eine Sorte, die wir zeigen. Außerdem feiern wir dieses Jahr 40 Jahre Leitbier. Also schon 1979 haben wir das erste Leitbier von der Schweiz auf den Markt gebracht, da bei uns. Und, da feiern das Jubiläum und da haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgedacht, um ein bisschen retro zurückzudenken, was hat man früher zum Bier getrunken und das ist ein bisschen eine Überraschung und das wird man sehen bei unserem Stand. Während der Messe trifft sich das Rindtal hier auf dem Almenplatz. Kommen Sie noch in dieser Zeit zum Arbeiten oder sind Sie permanent hier auf dem Almenplatz an der REMA? Also seit die Messe noch 5 Tage ist, kann man wirklich sagen, ist man fast jeden Tag, also man ist jeden Tag da, man ist fast immer da. Aber mich freut es. Am Morgen hat man immer noch ein bisschen Zeit zum Büro machen, kann man am Nachmittag drehen. Ja, Thomas Ammann, Sie sind Verwaltungsratspräsident von der Rindtal Messe und Event AG, die REMA organisiert. Die neue REMA seit 5 Jahren. Dieses Jahr haben Sie ganz ein ganz spezielles Motto. Wie lautet das und was beinhaltet das? Ja, das Motto lautet dieses Jahr Heimat, Wohnen, Leben. Ich glaube, es ist ganz treffend. Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt, ist da, wo das Herz ist, da, wo man die Leute kennt, wo man gerne zusammen ist. Wohnen, wo man sich wohlfühlt. Und Leben dort, wo man Lebensfreude versprüht. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir mit der 5. Auflage, mit einem so treffenden Motto, können für die Rindtalerinnen und Rindtaler eine 5. Auflage von der REMA wiedergeben. Sie waren früher Präsident des Vereins St. Gallen Rindtal, sozusagen der Mr. Rindtal. Was für einen Stellenwert hat denn die REMA? Also, ich war nicht der Mr. Rindtal, sondern der Region vorstehen. Der Verein St. Gallen Rindtal ist ein Zusammenschluss von allen Gemeinden, von allen Ortsgemeinden, von der Wirtschaft, von allen anderen Verbänden, die sich für das Tal eingehen. Das ist auch ein Zeichen für die, die sich wollen, für die Region einsetzen, dass unsere Region kann weiterentwickeln und weitergehen. Und ich glaube, die REMA hat mittlerweile auch im Rindtal, auch die neue REMA, einen festen Bestandteil bekommen. Das zeigt auch das bewährte Konzept, das wir haben, das auf Ausstellungen, Tagungen und Unterhaltung bewährt. Und vor allem freut es mich ganz besonders, dass auch im Bereich Tagungen Behörden Fenster hat und Behörden sagen, da kann man sich treffen, austauschen, neue Ideen und gute Impulse miteinander bekommen. Dieses Jahr wird ja ganz ein hochkarätiger Gast am Behördentag erwartet. Können Sie dazu noch etwas sagen? Ja, ich freue mich ganz besonders, dass quasi ein Homewehr-Rindtaler zu uns kommt. Der Walter Thurnherr, der Bundeskanzler, er hat ja noch ein bisschen Wurzeln ins Rindtal, nämlich auf Diepelsau. Und ich denke mir, das passt sehr gut. Er wird ein Referat halten, wo sicher den Damen und Herren aus den einzelnen Behörden aus dem Rindtal einige Impulse wird geben. Und ich freue mich, dass wir ihn als Gast, als Referent gewinnen können. Auch der Eröffnungsfeier hat es viele Politiker dabei. Was für einen Stellenwert hat denn die REMA bei den Politikern? Sie sind ja selber mal im Kantonsrat gewesen, jetzt Nationalrat, sind Kantonsratspräsident gewesen. Geht man da gerne an die Messe? Ja, also es ist, da muss man einfach dabei sein, oder? Ich denke mir, auch wenn es ein Mittwoch ist, es zeigt sich doch, dass das Interesse da ist. Ich denke mir, vor allem geht es darum, dass die hierher kommen, das Bekenntnis abgeben, dass das REMA braucht, dass das REMA zum Rindtal gehört, dass da der Treffpunkt ist, eigentlich der Anlass im Rindtal, der doch rund auf die 5 Tage Messe und auch mit ihren 2 Tagen Unterhaltung 45 bis fast 50'000 Leute hierher bringt. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Und ich glaube,
genau da braucht es auch in der heutigen digitalisierten Welt, dass man eben noch zusammenkommt, miteinander mal lustig hat, sich auch austauschen und da zeigen auch die Behörden, die da herkommen, da wollen wir einfach dabei sein. Für Sie persönlich, auf welche Frau würden Sie sich am meisten diese Jahre an der Messe? Also ich freue mich auf alle. Für mich sind alle. Alles wichtig. Ich freue mich ganz besonders, dass der Hauseigentümerverband sein 100-jährige Jubiläum hier bei uns feiert. Es ist eine langjährige Partnerschaft. Sie haben die Sitz in Euremer gibt immer die Versammlung hier bei uns gehabt. Und 100 Jahre im Verband ist doch ein Jubiläum, das sich da zeigt. Ich bin selber aktiv im Hauseigentümerverband. Und darum freut es mich ganz besonders, dass wir dürfen dran sein, wo das Jubiläum vom Hauseigentümer Verband stattfindet. Sabina Sacciuro, der Verein St. Gallen Rintal, ist wiederum ein Partner von der Rehme. Welchen Stellenwert hat denn die Rehme für die Region Rintal? Also die Rehme ist für mich der Anlass, wo sich die Menschen vom ganzen Rintal treffen können, ungezwungen. Man hat aber auch Möglichkeiten zum Netzwerken im beruflichen Sektor, der Tag durch. Und am Abend kommt natürlich das Vergnügen nicht zu kurz. Und ich glaube, die Rehme braucht es wirklich im Rintal, einfach als so einen gemeinschaftlichen Anlass, wo auch das Unter- und das Oberrintal zusammenkommt, finde ich ganz wichtig. Der Verein St. Gallen Rintal führt auch einen eigenen Anlass hier durch, den Behördentag. Ja. Für wen findet der statt? Wer nimmt dort teil? Also da laden wir alle Vertreter von Behörden und auch solche, die in der Verwaltung arbeiten, ein, zum einen zum Danken sagen, weil viele Leute arbeiten ja auch unentgeltlich für die Organisation. Also es sind auch Kirchenverwaltungen, Gemeinderäte, Schulräte. Und dann geht es auch darum, um die Leute zu informieren. Weil uns ist natürlich wichtig, dass die Aktivitäten, die wir regional machen, dass die auch getragen werden. Und das ist für uns die ideale Plattform, um diesen Leuten anzubieten. Und andererseits haben wir auch noch hochwertige Referenten. Das mal ist der Bundeskanzler Walter Thurnherr. Jetzt Verein St. Gallen Rintal macht hier einen Anlass für sich selbst, nebst dem Anlass. Auf welche Frau würden Sie sich am meisten an der Rehme? Also ich freue mich vor allem auch darauf, um unseren Stand zu präsentieren mit Rheintal.com. Wir haben ja dort wieder unsere Aktivitäten, wo wir eine Kampagne für Standortmarketing der Bevölkerung im Rintal vorstellen, weil wir brauchen auch die Bevölkerung, um eine Art unsere Botschaft herauszutragen. Wir können da nicht ganz allein. Und das mal wird es ganz spannend. Es gibt einen Online-Test, es gibt spannende Filme, es gibt viel Neues zu entdecken und natürlich auch wieder unsere Fotobox, wo man sich verewigen kann mit seinen Lieben oder mit den Kolleginnen und Kollegen. Norbert Lüchinger, seit der Neulassierung der Rehme ist die Raiffeisen der Presenting-Partner. Wieso hat man das Sponsoring übernommen? Welchen Stellenwert hat die Rehme für die Raiffeisen? Ja gut, das Rintal allgemein, also natürlich Arbeits- und Wohnwelt ist für uns zentral und sehr wichtig als Raiffeisenbank. Wenn so eine Messe da gestaltet wird und geführt wird im Rintal, wo wirklich die Messe ist, der Treffpunkt, dann ist das neuliegend, dass natürlich die Raiffeisenbank, die da sehr dicht besiedelt ist, mit einem sehr grossen Filialnetz auch da mitmacht, dabei ist. Und darum ist für uns das Sponsoring selbstverständlich. Das machen wir sehr gerne und passt hervorragend auch zu unseren Werten. Sie sponsoren nicht nur die Regionalmesse, sondern haben auch selbst einen Stand da. Was kann man dort erleben? Wieso macht man noch einen Stand? Ein guter Stand, ich glaube, das ist für uns sehr wichtig. Und wir haben auch einen sehr guten Standort, dass alle Leute, die an die Rehme kommen, auch bei uns vorbei müssen oder dürfen. Dort werden sie eingeladen von uns mit Getränken, von motivierten Mitarbeitern. Es gibt einen lässigen Wettbewerb. Und ich glaube, das ist der Treffpunkt, das ist heute ein bisschen der Gegenpol zu auch Social Media, kann man sagen. Da trifft man sich noch persönlich. Und das Rintal, wenn ich mich schaue, ich bin selber auch am Stand. Mehrere von den Leuten kennt man, da ist man per Du. Und das ist natürlich hervorragend zum Netzwerken. Ich glaube, das ist es genau, wo man wirklich physisch auch Geschäfte anbandeln kann. Bestehende Beziehungen aber auch vertiefen. Und das passt natürlich hervorragend zu uns. Rehme, ein grosses Projekt für die Raiffeisen. Nebenzu jetzt gerade die Geschäftsstelle, die entstehen ist, zu operieren. Was dürfen dort Leute erwarten? Vielleicht können Sie dort noch zwei, drei Worte sagen. Ja, wir bauen in Oberried eine neue Geschäftsstelle. Und das ist natürlich auch ein klares Commitment zum Standort Oberried. Wir haben sowieso als Raiffeisenbank das dichteste Filialnetz im Rintal. Wir wollen die Kundennähe pflegen und leben und eben zu der Region stehen. Und mit dem Neubau Oberried setzen wir ein Zeichen. Wir wollen in Oberried weiter wachsen. Wir wollen auch etwas für die Jungkundschaft machen, speziell in Oberried, wo wir dann Mitte Juni auch die Eröffnung feiern dürfen.
Ich glaube, das ist uns ganz wichtig, dass die Leute halt die Hybridstrategie, die wir erfahren, nicht nur via E-Banking und Mobile-Apps mit uns können in Kontakt treten, sondern immer auch noch physisch. Wie physisch, da kann man sich in die Augen schauen. So entstehen Geschäfte, so entsteht Vertrauen. Und das ist sehr wichtig. Und darum auch der Neubau in Oberried. Physisch in Kontakt treten kann man auch hier an den Rehmen. Wir haben vorhin gehört, was alles geboten wird. Auf was freut sie sich persönlich am meisten? Für mich ist immer der Mix. Also es ist zwar eine strenge Zeit mit den Rehmen, wie ich bin wahrscheinlich jeden Tag da sein. Aber das macht den Mix aus. Also es ist Messe an und für sich, die Besuch von den verschiedenen Unternehmen, die auch als Aussteller da sind, Tagungen, die immer sehr spannend sind. Und natürlich zu uns gehört auch ein bisschen das Fest im Rintel, dass man auch mal das eine oder andere Bierchen trinkt, sich locker unterhalten tut. Und auf das freue ich mich natürlich auch ganz besonders.